Rätseldetektei Nerdeck. Kaum sind die Detekteien, sind nur am Chillen. Was ist das denn? Ich glaube, ich tritt ein Pferd. Brudingos, willkommen zu einem weiteren Part von Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part hat Erika eine Detektei geschenkt bekommen, beziehungsweise sie nutzt gerade den Abstellraum von Herrn Gutblick. Und wie ihr sehen könnt, floriert das Geschäft. Die ersticken gerade in Aufträgen. Ist das nicht geil? Na gut, Ironie aus. Ah, mir ist langweilig. Wir haben keine einzige Bitte. Da müssen wir mal Werbung machen. Ihr seid doch Influencer. Nichts, nada, niente, null, ja. Ich dachte, wir würden wenigstens eine klitzekleine Bitte kriegen. Tja, durch Rumsitzen kommt da aber nichts bei rum. Oh, sieh mal einer an. Eine Bitte. Ich bin schon ganz gespannt darauf, welche Abenteuer uns diesmal erwarten. Willkommen! Ja, moin. Ja, und damit Kapitel 4. Exklusiv unterirdisches Geheimnis aufgedeckt. Was mag das wohl sein? Das und vieles mehr finden wir in diesem Kapitel raus. Wie geht's euch allen? Oh, Sie sind es nur. Ich dachte, Sie wären ein Klient. Verflixt. Die ganze Aufregung war umsonst. Ich wünschte, jemand würde kommen. Irgendjemand. Behandelt man so etwa einen Gast? Besonders, wenn dieser Gast auch ein Klient ist. Sie sind hier, um eine Bitte einzureichen? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Du schwingst ja schneller um als das Wetter. Also, wie können wir Ihnen helfen? Unsere Spezialgebiete sind verdeckte Ermittlungen und das Einfangen von... Immer mit der Ruhe, nicht so voreilig. Ich habe Wapi erklärt, was ich möchte, also fragt sie nicht nach Details, ja? Oder fragt sie einfach nach Details, so bla. Okay. Wann haben Sie das denn gemacht? Tja, das werden wir niemals rausfinden. Und es gibt Schlüsselaufgaben, aber wir gucken mal, ob wir die heute erledigen werden oder nicht. Die Rätseldetektei Random kümmert sich um Detektei-Quests. Für Detektei-Quests musst du deinen Spürsinn gebrauchen. Als dein Assistent sammelt Wapi die Bitten deiner Auftraggeber. Sprich Wapi einfach an, um Bitten auszuwählen. In der Quest-App kannst du laufende Untersuchungen überprüfen. Wähle Navigieren und der Pfeil wird dich leiten. Du kannst auch auf andere Ziele umschalten. Ja. Vielen Dank, Wapierbrutz. Und ich will da echt nicht asozial oder so sein. Aber wir müssen auch Portalex natürlich in Empfang nehmen. Ist ja ganz klar. Hallo? Ist das hier die Rätseldetektei Random? Das ist richtig. Noch eine Bitte? Willkommen! Nein, das ist Wapiers Freund Portalex. Er ist nur zu Besuch hier. Portalex? Er sieht genauso aus wie ein Spiegel. Hallo, ich bin nicht nur ein Spiegel, ich kann Leute teleportieren. Teleportieren? Klingt unglaublich. Wapi und Freunde müssen bei all den Bitten ab jetzt schneller reisen können. Portalex und seine Freunde können Wapi und Freunde von Ort zu Ort teleportieren. Du hast echt gute Verbindungen. So kenne ich meinen Wappelwapp. Was zum Himmel redest du da? Stimmt etwas mit Wappelwapp nicht? Ihr Name ist Wapia. Verflixt doch mal Wapia! Leider kennt Wapi nur wenige Portalex. Wollen Wapi und Freunde zu neuen Orten teleportieren, werden andere gebraucht. Oh, mach dir darum keine Sorgen. Es ist jetzt auch schon beeindruckend. Ich bin soweit. Geht durchs Mitten durch, wenn ihr nach Hause wollt. Du kannst dich jetzt mit Hilfe von Portalex zwischen der Rätseldetektei und Lenzhausen frei bewegen. Das heißt, endlich keine nervigen Bahnfahrten mehr. Für den Moment jedenfalls. Coolio! Und halt nicht total, sondern wir müssen halt schon noch mit der Bahn fahren, aber wir müssen nicht mehr die Bahn nutzen, wenn wir nach Nerdegg wollen. Das ist schon mal das Positive. Coolio! Ich kann mich nach Hause teleportieren. Danke, Portalex. Ein kleiner Schritt für einen Nerd, ein riesiger Sprung für die Nerdheit. Lul. Ach Mann, bist du ein Psycho. Und hier ist ein Aokai und das ist perfekt, denn wie gesagt, ich will nicht asozial sein, aber wisst ihr, ich habe momentan ein bisschen mehr Bock auf die Nathan-Quests. Also würde ich sagen, Moinsen! Okay, let's go! Und das ist auch gut, denn wir haben einen Szenenwechsel ausgelöst, haben jetzt ein komplettes Kapitel mit Nathan fertig gemacht und damit können wir hier wieder weiterkommen. Oh! Ah ja! Sieht aus, als wäre das aktuelle Heft von Fancy That erhältlich. Was zu tun?
Na ganz toll. Ja, das ist ganz toll. Was hier drin steht, ist stichhaltig. Vielleicht sticht es die Blase in deinem Gehirn. Warum kaufst du denn Schrott? Das ist kein Schrott. Darin stehen aufschlussreiche Fakten und Feststellungen. Na dann mal los. Aha. Ah ja. Spezialausgabe. Sun Peanutsburgs. Zombies? Zombies? Was steht da noch drin? Spät nachts beginnt in St. Peanutsburg eine ungeheuerliche Glocke zu läuten. Diese ruft mysteriöse Lebensformen herbei, die den Tod trotzen. Die Zombies. Das kann nicht sein. Das ist genauso, wie Nathan es geschildert hat. Ich hab's euch doch gesagt. Seht ihr, da waren wirklich Zombies. Nein, nein, Unsinn. Offensichtlich ist das nur ein Scherzartikel. Du hast doch gesagt, daran stünden aufschlussreiche Fakten und Feststellungen. Hab ich das? Oh, sieh nur, da steht noch mehr. Unser Nachrichtenteam von Fancy Dead hat die Zombies verfolgt. Sie waren auf Gefahr eingestellt und machten eine schockierende Entdeckung. Eine schockierende Entdeckung? Was? Es zeigte sich, dass die Zombies sich am Supermarkt sammeln, um einzukaufen. Was? Zombies, die einkaufen? Was? Das ist auf jeden Fall eine schockierende Entdeckung. Der Supermarkt, von dem sie berichten, ist das der Mortismarkt? Das ist ein heißer Tipp. Der Mortismarkt muss Zombies haben. Heißt das, wir gehen jetzt zum Supermarkt? Lass mich nachdenken. Max sollte das vielleicht auch wissen. Er mag ja dieses ganze Zeug. Aber wie finde ich ihn? Ich weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Wir könnten es im Uhrenladen probieren, oder? Hey, das ist eine gute Idee. Okay, dahin geht's als erstes. Mysterium, ein super Zombie-Geheimnis. Also moin. So, aber wo wir schon mal hier in North Beach sind, würde ich doch direkt mal sagen, Yo-Kai Mart Tendo am Start. Und auch hier können wir quasi die Anzahl an Yo-Kai Mart Nutzungen bestimmen. Wenn wir Glück haben, können wir sogar heute 30 Mal drehen. Wir gucken mal. Gut, zielen, Feuer. Versuch dein Glück an der Dartscheibe, um den Yo-Kai Mart öfter zu benutzen. Machen wir das. Auf geht's. Ich hoffe, es geht auf die 30 zu. Komm schon. Lol, vor allem wieder Whisper und Nathan am Start. Whisper und Nathan. Whisper und Shibanyan. Ja, moin. So, let's go! Das sind 3 Stück. Ist das dein Ernst? 8 Mal! Nee, das ist dann... Oh, boah! Was? Und die Chance auf den ersten Preis ist erhöht. 8 Nutzungen. Das schmeckt. Ja, moin. So, okay. Ich würde mal direkt sagen, hier, Dr. Mondhof, ja. Wenn die erste Chance, wenn die Chance auf den ersten Preis schon erhöht ist, gucken wir mal. Wobei hier nach wie vor nur ein einziger Gold-Dings ist. Also ein eigenes. Ah, wobei Traumwirbel. 2 Felder mehr. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber, ja. Man kennt ja das Kaische Pech, ne? Food war mal. Wow. Wäre das jetzt wenigstens ein neuer Yokai gewesen, kein Problem, aber so. Wende mich mehrmals, damit ich gleichmäßig knusprig werde. Lecker. Food war mal. Ja, cool. So, ich würde sagen, wir benennen den guten Wutwammer nach auch noch einem Abonnenten, wobei ich ja eigentlich so die Regelung habe, dass ich doppelte Yokai nicht benenne, aber komm, ich mache da jetzt meine Ausnahme. Das hier geht an den guten Tien. Der gute Tien An Pham Nguyen. Dementsprechend, der ist für dich. Thanks for zuschauing in this Let's Play. Und bitteschön. So, jetzt würde ich sagen, wo wir schon erhöhte Chance auf den ersten Preis haben, ja. Schlagen wir auch natürlich hier mit dem wunderschönen, ja, mit den rostigen Münzen zu. Aber auch hier wieder mal kein Glück auf den ersten Preis. Dafür eine spirituelle Studie aber bekommen. Auch nicht schlecht. So, was gibt mir denn die Spezialmünze? Okay, nach wie vor das Gleiche. Versuchen wir es auch mal hier. Ich meine, ihr seht ja hier schon die Wahrscheinlichkeit auf den ersten Preis. Und da jetzt hier natürlich, ne, ihr wisst Bescheid. Genau. Weiter 2 Felder und die Chance auf den ersten Preis ist da. Je, wen kriegen wir? Wann wird sie?
Ist das ein Recolor von... Ist das Kid Buu aus Dragon Ball? Oder das Recolor von Shabanaki? Ich weiß es nicht. Waren Würzi, Shabanaki? Schon komisch. Hey, wieso so mürrisch? Kau auf ein paar dieser Chilis! Ja, moin. So, der geht an den guten Milo W. Mhm. Denn er schreibt auch aktive Kommentare, von daher geht der an dich. Vielen Dank fürs mit dabei sein im Let's Play. Freut mich, dass du am Start bist. Also, moin. Mhm. Okay. Der ist auch für Legendärer wichtig. Nice. Wunderbar. Okay. Direkt noch eine Spezialmünze hinterher. Auf geht das. Fuck, gibt es viele Yokai unter den ersten Preisen, ey. Die sind ja gar nicht aufgezeigt überall. Also, beim ersten Preis sind halt nicht so viele Yokai aufgezeigt, wie die, die man total bekommen kann. Also, das ist halt schon krass. Ich meine, wir haben kein einziges Mal Apokalypse bekommen. Yeah. Und es ist... Überschaller! Wer ist das denn? Ich lebe in Superschallgeschwindigkeit, das siehst du, Lamaus! Also los jetzt! Überschaller! Ja, Überschaller! Gut, der geht an Gamer Freak. Er hat auch aktive Kommentare geschrieben, von daher gesehen. Gamer Freak, der geht an dich raus. Mhm. So, damit wir das ja auch ein bisschen klassifizieren können. Ja, nicht, dass sich auch jeder Gamer angesprochen fühlt, sondern Gamer Freak. Nice Tendo. Ich weiß, wir erreichen so im Part relativ wenig, wenn wir nur zum Yokai-Marten gehen, aber ich finde, das kann auf jeden Fall auch gegönnt werden hier. Wenn wir schon so viele Versuche haben, das ist ja nicht jeden Tag so. Dann muss das ja auch mal sein. So, nochmal. Gibt's vielleicht noch einen ersten Preis? Mal schauen. Yes. Boah, wir machen ja nur erste Preise. Krass, ey. Nochmal Überschaller. Ja, schade. Ich dachte, jetzt würde ein anderer kommen. Ich meine, das Ding ist halt, in der Tabelle sieht man halt ganz klar, drei Yokai. Einer davon ist Apokalypso. Und da gibt's halt noch zwei andere. Und, ja genau, Apokalypso, dann noch der andere und dann noch der andere. Also, ja gut, man kennt's, ne? Und es gibt wahrscheinlich, ja, es gibt natürlich viel mehr Erstpreise, als angezeigt werden. Das ist das Ding. Und noch ein erster Preis. Komm schon, jetzt was Neues. Los, Apokalypso. Original. Original? Original? Kommt das von Original? Original? Spürst du die Anziehungskraft der Dunkelheit? Ja, das dachte ich mir. Original. Ja, moin. Den kenne ich schon aus Puni Puni. Den mussten wir ja bekämpfen im Puni Puni. Und haben ihn, glaube ich, sogar aus dem Yokai-Marten bekommen. Gut, jetzt würde ich sagen, wird der hier nach dem guten Beep and Best benannt. Ja, Beep and Best. Schreibt auch im Let's Play-Kommentare. Beep Best. So, alles klar. Das ist natürlich schon mal ein sehr guter Preis. Wir gucken uns auch gleich die Yokai an, die wir bekommen haben. Schauen mal, auf welchem Rang die sind und so weiter und was die uns denn so bringen, was sie so für Talente haben. So sieht's aus. Noch ein Siegel de la Medaillum. Yay. Ja, ja. Oioi. Wir haben gleich den Legendärer. Was ist denn hier los, Alter? Ach ja, meine lieben Siriusse. Gleich haben wir den Spezialmünzen-Legendärer am Start, ey. Krass, krass. So. Wieder erster Preis? Nein, leider nicht. Diesmal leider nicht. Aber es gibt ein gutes Item wahrscheinlich. Und zwar Trommelschlägel. Das ist für Donchan ganz gut, glaube ich. Kann das sein? Das pusht Donchan, glaube ich, richtig krass. So, wie viele Versuche haben wir jetzt noch? Einen Versuch noch. Wir werden ihn nutzen. Komm, jetzt nochmal zum Abschluss. Einen ersten Preis. Das kann doch wohl drin sein. Das war, glaube ich, sehr richtig knapp. Garudrun!
Also nicht Gudrun, sondern Garudrun. Ich bin die Verkörperung eines göttlichen Vogels. Ich schütze dich vor dem Bösen. Garudrun. Ja, moin. So, ich würde sagen, Garudrun, ja, da benennen wir ihn mal nach, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wer hat es sich denn verdient? Ich würde sagen, Guest HD. Guest HD ist, glaube ich, ja, den kann man sich auf jeden Fall zum Gemüte führen, ja. So, Guest HD. Weißt du Bescheid. Der ist für dich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Jeder, der auch benannt werden möchte, einfach aktive Kommentare schreiben, dann werdet ihr benannt. Und ich meine, mein Wort hat Gewicht wie die Vorladungsschrift oder die Torrahmenschrift. Ihr wisst Bescheid. Ich meine, ihr könnt ja mal schauen, wie viele Abonnenten ich schon benannt habe. Dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall drauf vertrauen. So, das waren 8 sehr gute Nutzungen. Wir haben sehr gute Yokai aus dem Yokai-Marten bekommen. Wahrscheinlich 3 bis 4 Rang S-Yokai. Schauen wir es uns an, meine Bruts. Das schmeckt. Und da möge man echt überlegen, die mit ins Team zu holen, ne? Also, natürlich hier. Ne, Garudrun Rang S, war klar. Charmanter Yokai sogar. Könnten wir halt ins Team packen als, ja, Charmanter Brücken. Möglichkeit, Shibanien und so. Schnellwillig, erhöhte Chance auf kritische Treffer. Wechselzeit gerade mal 4 Sekunden. Kopfstoß ist der Normalangriff. Die Garuda-Flamme ist die Ultiseel, brät Gegner in Reichweite mit reinigenden Flammen. Voll heiß. Voll geil. Feuersbrunst ist die Kraft. Wir sehen auch den Geistwert von ihm mit Level 1 schon 43. Das ist heftig. Und das Siegelwind ist der Effekt. Ein Gegner kann sich wegen, also ist die Beseelung, ein Gegner kann sich wegen starken Gegenwindes nicht mehr bewegen. Würde ich echt überlegen, ins Team zu holen. Dann haben wir noch natürlich hier den guten Dorignal. Irgendwie so. Ruft ein Phantom-Yokai, wenn besiegt. Einmal möglich. Okay. Das heißt, er wird wiederbelebt oder so? Wie soll man das verstehen, Brutz? Er hat keine Stärke und keine Schwäche. Guckt mal da drauf. Er ist neutral. Interessant. Geübter Schlag. Kraft 70. Sense ist die Kraft 55. Ist eine Absorptionsfähigkeit. Er bekommt Life Points dazu. Bei einem Angriff. Und Illusionsschauer ist die Ultiseele. Beschwört Meteoriten aus dem All, die überall landen können. Ist Zufall scheinbar. Ja, ist Zufall, wo es trifft. Okay, krass. Illusionskraft oder Illusionenkraft ist die Beseelung. Ein Freund wird zu Bösem inspiriert. Alle Werte erhöht. Und wir kommen zu Überschaller. Auch Rang S. Helfende Techniken wirken bei 2 Yokai. Eine Wartezeit von 1 Sekunde, was auch Sinn macht, da er sehr schnell ist und so. Macht auf jeden Fall Sinn. Auch ein cooler Yokai. Knochenknacker stößt ein Feld zurück. Paradies. Heilung. Interessant. Er ist sogar herziger. Ja, Moinsen, den würde ins Team hineingepackt. Ja, Moinsen. Schallhauer trifft Gegner mit den schnellsten Kung-Fu-Schlägen vorstellbar. Und Superschall bringt einem Freund Kung-Fu bei und erhöht so alle Werte. Also bisher auf jeden Fall sehr krasser Yokai, ey. Und Milo. Das ist alles. Erhöht Stärke, wenn von Gegner attackiert. Krass. Wartezeit von 4 Sekunden. Und ist auf jeden Fall ein Yokai, der Stärke beweist und der auch sehr schnell ist. Komischerweise schneller als Überschaller. Das macht keinen Sinn. Aber auch ein charmanter Yokai, wie ihr sehen könnt. Kraft 70, Lodern ist Kraft 50, Feuerelement. Feuertaufe, sein Bodenkracher trifft die Spalte vor ihm und macht Felder zu Magma. Lecker. Stark gewürzt ist die Beseelung, der Gegner verliert nach und nach Lifepoints, da sich die Zunge verbrennt. Echt krasse Yokai. Also ich würde sie wirklich sehr gerne ins Team packen, aber ich will mich jetzt auch nicht zu OP machen. So, was ist unsere Aufgabe? Erzähl Mac von den Zombies. Können wir machen. Ich weiß, wir haben noch die Tomnian-Quest offen. Aber so wie ich gehört habe, kann man den eh relativ schwer bekommen, weil man bestimmte Items braucht, die es nur in Lenzhausen gibt. Mehr dazu später. Vielleicht wird es eine extra Quest mit ihnen geben, also einen extra Quest-Part, wo wir uns um ihn kümmern.
weil ich das jetzt hier nicht so machen möchte, von wegen, ja, wir gucken uns jetzt mal ein Part hier seine Quest an und kommen da nicht weiter oder so. Deswegen will ich mir das aufsparen. Das Ding. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Also, moin. So, wo ist denn hier der gute Mac? Der ist an der Schule natürlich. Man kennt ihn. Dann lasst uns mal zur Schule steppen. Aber ey, das war heute auch richtig... Es wurde richtig gegönnt, Alter. Erstmal 8 Versuche und dann von den Spezialmünzen sau viele gute Yokai erste Preise. Und ich denke, es ist nicht mehr allzu lange. Und wir haben einfach den Legendärer. Wer auch immer das ist. Ich bin sehr gespannt. Also dementsprechend guckt euch auf jeden Fall mein Spezialmünzen-Video an. Damit ihr auch so schnell wie möglich an den Legendärer rankommt. Ich mache die Videos ja nicht umsonst, sondern extra, damit ich euch damit helfen kann. Also gönnt euch. Brudingos. So, Mac. Beziehungsweise nicht Mac. Was macht er hier? Buck, was machst du denn hier? Oh, du bist es nur, Nathan. Erschreck mich doch nicht so. Entschuldige, war keine Absicht, aber was machst du eigentlich hier? Ich habe jedenfalls nicht in der Cafeteria reingelunzt. Wo wir davon sprechen, hast du gerade Zeit, mit in die Cafeteria zu gehen? In die Cafeteria? Das habe ich gerade gesagt, ja. Also, wie sieht's aus? Ja, gerne. Warum lauert Buck bei der Cafeteria? Merkwürdig. Mal sehen, was er vorhat. Ist das die Quest, die wir machen müssen? Wir nehmen sie mal an. Klar, warum nicht? Super, endlich komme ich rein. Hä, was meinst du damit? Ach, nichts. Ich gehe schon mal vor und warte auf dich. Hat der Hausverbot oder so? Hey, Moment mal. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Du hast recht, wir sollten zur Cafeteria gehen und nach ihm sehen. Schau ganz genau hin. Was ist denn mit dem los? Ich verstehe das gerade nicht ganz. Wir navigieren jetzt nicht, weil ich will halt ganz genau wissen, was ist hier mit Mac? Warum? Hä, lol, warte mal kurz. Haupthandlung, Geschichte. Fancy Dad berichtet von Zombie-Besichtigungen in dieser Stadt. Ich wusste, dass die Zombies hier waren. Im Artikel geht es um einen Zombie-Shop, der nachts im Mortis-Markt existiert. Das müssen wir hin. Erster Rechtschreibfehler, den ich jetzt gerade gesehen habe. Da müssen wir hin. Ach, Level 5. Ach, Nintendo, bitte. Kann mal passieren. Ich hoffe, das passiert nicht oft. Dementsprechend, je. Ja, geht zur Cafeteria in der Schule. Aber jetzt habe ich auch gerade gehört, wir müssen nachts zum Mortis-Markt gehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, ist das eine Schlüsselaufgabe oder ist das eine Quest, die... Keine Ahnung. Ich meine, wir wurden ja von der... Wobei... Ich merke jetzt gerade, wir hätten gar nicht hierhin gemusst. Kann ich die Quest deaktivieren? Kann ich die ausmachen? Ich würde die ganz gern abbrechen, die Quest. Wisst ihr was, wir lassen die Quest mal so oder... Ach, wisst ihr was, wir machen die jetzt. Scheiß drauf. Was soll's denn? Also, wo willst du sitzen? Wie wäre es mit dem runden Tisch im hinteren Teil? Im hinteren Teil? Aber hier sind auch Plätze frei. Stimmt, aber ich mag die runden Tische einfach. Das ist wirklich seltsam. Was ist an runden Tischen besonders? Na gut, wir können genauso gut auch im hinteren Teil sitzen. Kein Problem. Was hat der vor? Der ist richtig strange drauf. Na komm, dann setzen wir uns mal dahin. Auf geht's. Richtig komisch. Wenn das nicht Nathan ist. Du hast recht. Nathan, grüß dich. Ihr beiden seid auch hier? Aber natürlich. Der Käsekuchen hier ist total lecker. Findest du, vielleicht sollte ich ihn auch mal probieren? Ja, lecker schmecken. Nathan, entschuldige, dass ich spät dran bin. Hallo, Sue Ellen. Du bist ja auch hier. Ich kann's kaum glauben. So ein verrückter Zufall. Zupfel? Aha. Ja, ja. Also wirklich, ich weiß genau, was das hier werden soll, Buck. Was? Du behauptest, dass es ein Zupfel ist? Aber du wolltest mich treffen, oder? Sue Ellen, ist alles in Ordnung? Was ist denn das für ein Assi-Name, Alter? Sue Ellen. Wenn so ein deutsches Mädchen benannt werden würde, Alter, dann würde die auf RTL 2 laufen in der Serie Bitte hilf mir. Ich habe einen hässlichen Vornamen. Verhält sie sich nicht irgendwie komisch? Sie benimmt sich ganz anders, seitdem Buck hier ist.
Glaubst du, dass es das Werk eines Yokai sein könnte? Vielleicht. Schauen wir uns einfach mal in der Nähe von Suellen um. Ja, moin. Gut, also gucken wir mal, was denn hier los ist. Und wer ist da? Hä, das ist diese Cheerleaderin, oder? Mit Hasenohren. Ist das Usapion 2 oder was? Das ist nicht die Cheerleaderin, das ist ein Hase. Oder eine Katze? Das ist ein Fuchs. Fixie Fox. Hallo, ich bin Fixie Fox, der neue Lenzhausener Star. Es sieht so aus, als würde dieser Yokai Suellen beseelen. Mach dich auf was gefasst, wir klären das mit einem Mit einem Kampf? Nee, danke. Gewalt ist keine Lösung, weißt du? Du kannst nicht einfach immer so tun, als ob ein Kampf alles gerade biegen kann. Kann ich dich vielleicht über... Lass mich raten, du willst mich voll quatschen, um vom Problem abzulenken, ja? Oh je, sie hat mich komplett durchschaut. Das ist die Fähigkeit von Fixie Fox. Sie weiß stets, was Leute wirklich denken. Ich glaube, das könnte schwierig werden, aber wenn sie dich durchschauen kann, dann musst du eben alles, was du sagst, auch genauso meinen. Das tue ich doch schon, aber trotzdem komme ich nicht wirklich zu ihr durch. Vielleicht würde es helfen, wenn ich charmanter oder selbstbewusster wäre. Ich hab's, ich könnte Dantakel um Hilfe bitten. Das ist eine gute Idee. Oh, und hier steht etwas Interessantes im Kynet. Zufälligerweise macht Dantakel gerade Urlaub in den USA. Nicht nur das, er ist sogar in der Nähe. Er befindet sich in East Pine. Also gut, dann gehen wir. Ich weiß, dass ihr euch mit einem anderen Yokai aus der Schlinge ziehen wollt. Warte es nur ab, du wirst schon noch sehen. Du Schwein. Gut, mehr dazu im nächsten Part. Wir haben heute nicht sehr viel erreicht, das tut mir leid. Ich habe das auch voll vercheckt, dass wir des Nachts nach East Pine gehen müssen, um zum Mortismarkt zu gehen. Wobei, ja, muss ja... Oder warte mal kurz. Ist der Mortismarkt in East Pine? Ich guck mal kurz hier bei den Quests. Wo ist das? Das kann man gar nicht nachsehen. Aus irgendwelchen Gründen. Normalerweise kannst du bei den Quests immer auch auf die Karte gucken, aber hier geht das irgendwie nicht. Naja, egal, komm. Brudingus, beim nächsten Mal machen wir die Quest fertig und kümmern uns dann auch um die Hauptaufgabe des Kapitels. Also dann, wenn es Ihnen gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 sehen, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Hauen Sie hinein!